Zwei Monate nach dem offiziellen Rücktritt der Skilegende Hermann Mayer rühmte ihn seine Heimatgemeinde Flachau mit einer groß angelegten Abschiedsfeier. Unzählige Fans strömten herbei, um noch einmal seine größten Erfolge zu feiern. Für Hermann Mayer selbst stand jahrelang der Skisport im Mittelpunkt seines Lebens. Nun will der Ausnahmesportler für die einfachsten Dinge des Lebens Zeit finden. Meinen Hobby von früher ein bisschen nachgehen, hin und wieder ein Leberkässemmel zu essen, das ist auch ganz was Schönes in aller Ruhe. Und, man kann aber auch jetzt sicherlich das alles ein bisschen mehr genießen, auf alle Fälle. Und so Feste jetzt zu feiern, das ist ja eher selten. Also ich habe das eigentlich nie so können unter der Saison. Und sicherlich einmal was Besonderes, die Weihnachtszeit einmal auf eine andere Art und Weise wieder zu genießen, gegenüber wie das in den letzten Jahren war. Neben der Verleihung der Ehrenbürgerschaft widmete ihm die Gemeinde Flachau den Hermann-Mayer-Platz. Besonders sein unermüdlicher Kampfgeist hat den Herminator zum Vorbild gemacht. Ja, der Hermann Mayer ist natürlich ein ganz toller Werbeträger für Salzburg, aber er steht auch vor allem für nicht aufgeben, für eine unheimliche Disziplin, für einen großartigen Kampfeswillen. Und das ist das Beeindruckende an ihm, dass er sich aus den katastrophalen Stürzen auferhebt, aufsteht und zweimal Gold macht, dass er nach einem schweren Motorradunfall wieder da war, wieder gewonnen hat, dass er schlicht und einfach nicht aufgegeben hat. Und ich glaube, das kann man einfach nur mitnehmen, niemals aufgeben. Und dafür steht der Hermann Mayer und das ist großartig. Im Festzelt erschienen auch einige prominente Gäste, um mit Hermann Mayer zu feiern. Auch bei diesen hat der Ausnahmeskifahrer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für mich ist der Hermann Mayer einer unserer großen Helden. Ja. Hat nie aufgegeben, hat immer gekämpft, hat Schwäche gezeigt, hat auch wahnsinnig viel Stärke gezeigt. Ausdauer, ich habe großen Respekt vor dem Mensch. Ja. Er gefällt mir, weil er ist immer ein großer Kämpfer gewesen. Das ist das schönste Sache von Hermann. Nach der Verletzung und nach dem Motorradunfall so wieder da zu sein, ist natürlich ein Wahnsinn. Und von der Seite her kann ich nur sagen, also, da können wir nur aufschauen und einen Hut ziehen. Und das ist für uns eigentlich nur ein Traum, was der erreicht hat. Ich bewundere da Herzen, dass er den Mut gehabt hat zu sagen, jetzt ist Schluss und ich gehe in Pension in dem Sinn. Auch wenn Hermann Mayers Leben in Zukunft etwas ruhiger werden wird, seine Fans werden ihn wohl nicht so schnell vergessen. Ja, Hermann Mayer war jedes Mal dabei bei den ersten drei.